Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniroy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir schon lange erledigt, beziehungsweise Theodora, beziehungsweise Savets Freundin, Frau, Bekannte. Wurde das überhaupt irgendwie erklärt? Nee, ne? Und ja, in der letzten Folge haben wir dann außerdem noch ein paar Exorzisten belauscht und die haben gesagt, ey, guck mal, da ist ein Drache noch auf der Hexeninsel und ja, den werden wir uns natürlich auch noch vorknöpfen und ich nehme an, wir gehen zur Normeninsel, da ist das Schiff nämlich und dann können wir von da aus eingehen. Okay, Hexeninselstrand. Ich habe schon gewundert, wann wir da reinkommen. Ich habe gedacht, so nach dem finalen Kampf, aber dann gehen wir eben jetzt dahin. Die ist nur da in der Nähe. Ehrlich. Gut, da sind nämlich noch Gegner, die wir nicht erledigt haben und so. Und da ist der Drache. Und da ist das Ding schon direkt. Boom, geil. Da ist noch ein Stufe Rot Gegner. Also ja, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun, habe ich das Gefühl. Da ist eine Katztruhe, mein Gott. Ja, ich will mal gucken, wie stark ihr seid. Das sind neue Gegner, alles, ne? Nö. Ihr könnt jetzt sagen, nicht neu zu sein. Dafür müssen alle sterben, einfach so. Mein Gott. Eigentlich voll blöd jetzt hier im letzten Moment die Dinger zu verballern, die Seelenbrecher. Die Seelen meine ich. Was soll's. Okay, ich habe auch Blauflammen, so wie Luffy's Set im letzten Part. Ich auch Bosheit. Okay, damit kann ich auch bis zu einem bestimmten Punkt Bosheit erledigen, ne? So. Okay, es sieht nicht so aus, als könnten wir hier. Ich kann überhaupt schon schnell flüchten. Ich bin auf Chaos. Okay. Ja, jetzt mal schauen wir uns erstmal hier um. Da werde ich hier wieder rausgeschmissen. Dann denke ich mir, so, wenn wir es zu Rey jetzt bei uns hätten, der könnte jetzt. Ist die Musik leiser geworden? Dann könnte er jetzt diesen Monolith hier untersuchen. So ein paar Sachen hier philosophieren. Eigentlich gar keinen Sinn hat, die Gegner ja nur Level 75 sind, obwohl wir erst ein Level 93 Boss erledigen mussten, um hier hinzukommen. Verdammter Dreck. Ey, ich werde mit Magie durchlöchert. Man kann nichts dagegen machen, weil ich mit Magie nur nicht absorbieren kann. Aber keine drei Dinger haben. Also Gefühl, ich muss erst gegen den Drachen kämpfen, um gegen das Stufe Rot Monster kämpfen zu können. Satans Zorn Ohrringe, was? Ah, Angriff plus 8, ja. Da haben wir, ich glaube, ein paar, ne, die haben aber weniger Verteidigung. Ja, die haben genauso viel wie hier, okay. Ja, plus die acht Art Angriff, die da gratis mit dazu kommen, aber okay, so wie es aussieht, haben wir hier alles schon erledigt, monstermäßig. Oder die haben einfach nur Gegenstände, die ich schon habe. Und deswegen bringt es nichts hier zu kämpfen. Boom. Du hast einen Katz gefunden. Monokel. Sag mal. Den möchte ich irgendjemanden geben. Ja, ich glaube, ich wollte Magilo mal so ein Monokel geben, aber jetzt habe ich, bin ich so an ihre Brille gewöhnt.
Nee, die sehen alle perfekt aus, so wie sie sind. Hinter so System, da habe ich das ganze Spiel lang immer so bestimmte Sachen eingekleidet. Mikleo mit seiner Sonnenbrille und den Kopfhörern, die jetzt Eisen anhat. Edna hatte, glaube ich, Engelsflügel. Nee, ich glaube jemand anders. Leila hatte natürlich Teufelsflügel und Teufelsschwanz, der holt mich ein. Das habe ich schon vergessen. Ah, erkenntnisreiche Kräuterkundige. Aber den Till auch. Cool. 100 Kräuter, 120. Na, den Drachen ignorieren wir erstmal. Okay, diese Elefantengesichter. Du. Ihr sagt mir doch, dass ich hier einfach so durchdüsen kann. Ja, wahrscheinlich mit der Kampf hier. Ja. Komm her. Nicht mal Inomina kann den aufhalten. Wissen wir seine Anspielung darauf, dass ich, wenn ich den erledige, dass ich Inomina erledigen kann? Okay, das sieht sehr komisch aus. Level 96 jetzt. Mein Gott, ey. Die haben ihn irgendwie so hochgehypt, als wäre der irgendwie der stärkste Boss im Spiel. Oh nein, ich wollte eigentlich mal jemand eine Seele für mich. Wollen mal ihre Level 3 mich gerade einsetzen. Dafür brauche ich erstmal. Ja. Bling. Haben wir Seelendinger, ja. Seelenflaschen. Kann ich die kaufen? Ah, ich habe eine, okay. Darf nur ich hier meinen Kombo zu Ende machen. Und wer hat jetzt meine Dings hier? Okay, ich setze hier links ein. Hallo. Ich muss aufpassen, dass ich meine Kombo nicht zu Ende mache. Ist das der Drache, den man am Ende in Tales of Cesseria besiegt auf der Insel? Kann ich mich heilen überhaupt in dem? Nein. Mann, ihr macht's mir echt schwer hier grad. Okay, keine Level 5, wie sie gerade eben. Oh mein Gott, ehrlich. Beim Testsystem muss man Hexeninsel genau den gleichen Ort gegen so ein Skelettdrachen kämpfen. Das ist wahrscheinlich der hier, ne? Hölle Niedern. Ich glaube, der hieß doch auch so. Habe ich, glaube ich, schon letztes Mal, als wir gegen den gekämpft haben, angesprochen, aber das ist natürlich ja wieder ein bisschen her. Also. Boom. Kannst du mal aufhören, nur einen abzuziehen? Oh mein Gott, ich ziehe nur einen ab. Zu schwach, wieso zu schwach? Ich ziehe noch was ab.
Was ist denn los, Mann? Ja, jetzt wollte ich meinen Einsatz. Eisen. Warum zieht Eisen so wenig ab, ey? Warum ziehe ich mit ihm nichts ab? Lapis schaffe ich andauernd, die dritte Art einzusetzen. Indige Lächeln. Alter! Wie viel hat er abgezogen? Ja, was 100.000 abgezogen. Boah, Eisen sehr gut. Oh, den kaputt. Boom. Das hat nicht viel abgezogen. Alexa. Oh. Dann wechseln wir zu dem Charakter, der nichts abgezogen bekommen hat. Bei den Sachen. Warum kann ich mit nicht? Danke. Oh mein Gott, ey. Trick dich, zieh doch die ganze Zeit ab, Mann. Oh, hi, danke. Gib mir das. Gib mir das. Schon wieder? Okay. Schlitz. Ich meine Stich. Ich stütze nicht mit dem Speer, man sticht mit dem Speer. Was mache ich hier eigentlich? Au. Au. Okay, sehr gut. Ja, hey, 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 das war das Skelett. Ja, da geht meine Theorie aus dem Fenster, als Silver Diesel ist. あの時ヘラビーサで僕を連れて逃げてくれてありがとう。あれはほとんど誘拐だし。だとしてもお礼を言いたいんだ。いらないわよ。あんたが今のあんたなのはあんた自身のせいなんだから。 Miroku einfach überhaupt nichts sieht, ey. Ja, Mirai ga dou naru ka wa dare ni mo wakaran taiu koto ja yo. War eine richtig gute Idee, Roku diese Augenklappe zu geben. Er sieht einfach nichts mehr. Okay, Farbvariation habe ich endlich mal freigeschaltet. Habe ich noch vor der Aufnahme gemerkt. Bei ihm fehlt als einziges die Farbvariation. Das sieht sehr gut aus. Ein Grün. Ja, damit. Sieht echt gut aus. Wir hätten noch gute Farbvariationen. Ja, eigentlich, ne? Sieht auch gut aus so. Für diesen Part. So, und da ist der Drache, gegen den wir im Dings kämpfen, in Tears of Hysteria. Ein optionaler Boss, apropos optionaler Boss, das ist ja noch was. Hier war erstmal speichern. Keine Ahnung, irgendwie die
haben den irgendwie so hoch gehypt, hier als wäre der irgendwie der stärkste Gegner im gesamten Spiel, und dann war der 96. Ist mal ehrlich, ich habe irgendwie schon gedacht, irgendwie, wenn ich den erledige, dann kann ich Artorias und Innomina locker erlegen, allein nur weil Magilo gesagt hat, ja, selbst Innomina hatte keine Chance gegen diesen Drachen. Das war damals, hallo, die haben währenddessen auch schon gelevelt. So. Ich war dann nur so strunzdoof, wie der auf einmal tot umgefallen ist, einmal so wie in so einem billigen Cartoon, einfach so, ich bin tot. Dann gucke ich nur so kurz in meine Aufnahme, auf einmal ist er zum Skelett geworden, als wir auf meinem Fernseher geguckt haben. Interessante. So, wo sind wir denn jetzt schon gewesen? Wir können jetzt nicht mehr zu diesem einen Ort hin, ne? Warte mal, der Kelch ist doch hier. Mit Kelch hat doch Magilo gemeint hier. Hier ist ein Gebiet, wo wir vorher waren. In der Luft irgendwie. Da ist jetzt die Truhe. Aufpumper, den habe ich schon. Dieses eine Gebiet, von dem wir aus hierhin gekommen sind. Schon. Wesentlichen Effekt. Ja. Drei Effekte, was soll's. So, ist nur der, und dann hoffentlich haben wir mal alles erledigt auf Screen. Level 99. Der wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu erledigen sein. Immer noch meine Level 5 Dinger hier. Ja, meine Level 3 müsste gerade noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die gezeigt habe schon. Ich habe die schon gesehen, aber glaube ich von jedem schon die Mistgrad gesehen, aber. Oh Gott. Oh, da ist eine Seele. Oh, da liegt was Süßes. So, jetzt muss ich halt. Was schaffe ich nicht mit nur zwei Seelen? Weil ich verliere. Oh Gott. Irgendwann verliere ich zu viel AP. Dann setzt sie ihre Dinges ein. Verdammt. Oh, warum hast du auf sie? Bin eigentlich auf dich sofort. Oh Gott. Ja, grad, wir sind alle am Sterben. Oh Gott. Oh. Jetzt gerade auswechseln. Ja, toll, Lafis hat jetzt, boah. Ja, toll, ist jetzt auf Standby oder was? Glaube ich, brauche Magilo. Aua, Mann, da gehen all meine Dinge wieder hin. Oh. So, mit Magilo ein paar Seelen. Wir liegen längst um welche. Hier geblieben. Du hast 5 Seelen. Setzt sie ein, Eleanor, Mädchen. Alle sind am Sterben, merke ich gerade. Genau so. Sag mal, der wird ein bisschen schwieriger. Jetzt hat er ein Ding, das einmal. Magilo steckt sich hinterm Felsen. Sehr geil. Ja, aber vielleicht doof. Vorher verhängt und all seine Dinger verliert.
Ja, das war zu spät. Was verdammter Dreck. Er ist schon wieder down. Oh, gib mir die, gib mir die. Nein! Velvet. Passt das einfach nicht. Der spammt hier wie blöde Zauber auf uns. Ja, nee, so vielleicht doch. Oh mein Gott. Sehr gut, Eisen. Und jetzt gleich tot. Sehr gut. Aua, aua. Und jetzt hat sie ihre Dinge. Ist geil. Nein, Eisen ist tot. Niemand wird hier. So, komm her. Hier wird dann niemand tot sein am Ende des Kampfes. Hallo. Alarmstufe rot, wohl keine Ahnung. Muss mal gucken. Lieber nicht. Ich dachte, man wird direkt eingepackt. Waffiges Azurit. Wert Charaktere in die Ausrüstung und tragen die insgesamt. Blablabla. Ja, so ein Dreck. Okay. Dann sind wir ja auffällig. Schon. Habe ich nicht mal hin teleportiert. Mann. Weil sieht nicht so aus, als könnte ich jetzt diesen einen Ort zurück. Stirb. Warte mal, was habe ich noch bekommen? Ich habe noch irgendwas bekommen, ne? Ach, Kraftbots. Und sagen, irgendwas haben wir noch bekommen. 31. Ja, alle. 96 sind schon. Wir haben aber gegen Artorias und Innominat eine Chance haben jetzt. Ja, wir können aber nicht zu diesem Ort zurück, ne? Sie sind ein. Okay. Gehen wir mal zurück. Jetzt gehen wir noch mal jede Stadt ab und gucken, ob sich wieder irgendwas geöffnet hat. Ach, ich muss schon wieder niesen. Entschuldigung übrigens. Gut, wir müssen nur an irgendeinen Ort gehen und die Alarmstufe rot Mission abgeben. Ich weiß, da ist einer da hinten, aber wenn ich in der Nähe von so einem Ding auftauche. Okay. Bitte lasse das gewesen sein. Ich möchte mich für den finalen Kampf vorbereiten. Aber wie ich mich kenne, wie ich das Spiel kenne, kommt da irgendwas. Letzter Moment. Mal schauen. Ich weiß, es ist überaus spannend gerade, aber muss ja auch mal sein, ne? Wenn ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Aufnahme beenden, hier noch mal alles abgucken und dann entdecken, oh Gott, hier ist noch irgendwo was. Nämlich schon seelisch vorbereiten für den letzten Kampf. Aha, ja. Da ist noch Phoenix, ne? Jaha. Da können wir auch zum Erdenpuls wieder zurück. Cool. Konnte ich jetzt überhaupt so Seelendinger hier irgendwo kaufen? So Seelenbeutel, Seelentaschen, Trank, was weiß ich, wie die da heißen. Ich hatte 15, also nehme ich mal, ich habe mir irgendwo aufgestockt. Vielleicht habe ich aber nur die ganze Zeit welche gefunden. Die sind überaus selten und ich werde nie wieder einfinden. Okay.
Sehr, sehr gut aus. Ja, dann kann ich ja frohen Mutes endlich mal bis zu Level 100 trainieren. So. Also zwei Ausrufezeichen, das ist nur für Filmsequenzen und Skits. Hier kann man auch Elixier finden. Ah. Ja, in den Skits kann man schon sehen, wie viel ich hier erledigt habe. Hier habe ich schon hauptquestmäßig alles gefunden. Da ist Hauptthema alles. Ja, das ja fehlt noch. Wahrscheinlich ist der letzte. Hier kommt wahrscheinlich Weißer Turtles. Wahrscheinlich ist der letzte irgendwie in eine Bonus Dungeon oder so. Ja, guck mal, hier sind noch so viele übrig. Wahrscheinlich habe ich einige davon verpasst. Okay. Hier ist nix. Musik einfach noch weitergeht, nur um mich zu nerven. Okay, dann gehen wir zu, weiß nicht, dahin. Geben die Mission ab, kriegen hoffentlich eine, weiß nicht, geile Belohnung, dass wir alle Monster erledigt haben. Ich nehme an, dass die Trophäe, die wir gerade bekommen haben, alle Stufe Rot Monster so zu erledigen. Oh. So, ja, hier ist auch 29.000. Blip. Stimmt, der hat ja auch so viel Kopfgeld gehabt. Geil. 29. Warum ist der 27, 28, 31, 29? Was? Ja, 31, ne? Gut. Denn wir haben noch keinen verpasst. Und das waren alle. Ich meine, ja. Ja, jedenfalls, ich bin im Bad hier. Werde mich dann für den nächsten Kampf wappen, welcher der finale Kampf sein wird. Und boom. Dann schauen wir mal, ob wir Artorias und Innomina erledigen können, wenn wir die dann immer noch nicht erledigen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich Level 100 erreicht habe, mal kurz antesten, so wie der Schaden Input und Output gegen die beiden ist. Sollte eigentlich reichen, ne? Ich glaube, Level 80 habe ich das letzte Mal versucht und habe voll auf die Fresse bekommen. Wahrscheinlich bin ich schon wieder voll überpowered. Und ja, dann sehen wir uns halt im finalen Kampf wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar und sonst irgendwas hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Tales of Berseria. Ciao.